Hallo Leute und herzlich willkommen zum dritten Teil von Trackmania. Und ja, wir haben wieder eine neue Strecke bekommen, die sich einfach nur Erbi nennt und von Teddy Bear Killer mit E geschrieben ist. Und ja, dauert angeblich 3 Minuten, eine LOL-Strecke, eine Route und Difficulty Beginner. Hat sogar schon irgendjemand gedownloadet. Und ja, der Kommentar ist viel Spaß. Ja, danke sehr. Ich werde mal schauen, wie es denn so läuft. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir gleich einmal los. Spielen. So, Schatten werden berechnet. Das brauche ich nicht. Gerade. Und ja. In-game heißt der Koala Man 1971. Okay. Sieht bis jetzt noch relativ normal aus. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass, ja, dass hier irgendwas passieren wird. Ich habe schon abgebremst und dann habe ich leider gedriftet. Das war jetzt nicht mal wirklich beabsichtigt. Das Driften. Aber mein Anfang war vorher recht schön. Den habe ich gerade nicht so schön hinbekommen wie vorher. Aber naja. Sowas ist aber auch immer fies. Aber da ist ein Cut. Den werde ich dann bei meiner Bestzeit dann wahrscheinlich auch verwenden. Kann es sein, dass ich irgendwie einen falschen Weg genommen habe? Ja, sieht so aus. Das war gemein. Ich weiß, ich hätte mich auch einfach zurücksetzen können, aber ich hatte Lust auf so einen stylischen Drift. So, nach diesem einen Sprung werde ich jetzt da erst einmal immer etwas langsamer fahren, wenn irgendwie eine Kante ist. Oh nein, Säulen. Oh nein. Ich habe uns nichts getan. Oh, Kurve. Autsch. So. Ein bisschen dort gefahren, ein bisschen dort gefahre, bei dem ich gerade ein bisschen gefailt habe. Aber ich habe die Wubbeldingens dann nicht gesehen. Okay. Okay, da geht's einfach. Kann man rüberspringen. Im Zickzack fahren, damit man schneller raufkommt. Und warum ist mein Hinterteil gerade so raufgehüpft? So, das war ein schöner Drift. Au, au, au. Das war auch recht schön. Okay, jetzt kommen ein paar Loopings. So. Aber bis jetzt ist die Strecke eigentlich recht nice. Ganz viele Checkpoints hintereinander. Und das Finish. Gut. Dann haben wir auch gleich die Outdoor-Zeit geschafft. Ich schaue jetzt noch, weil die Strecke sieht irgendwie sehr anfällig für Cuts aus. Da muss ich einfach kurz schauen. Ich muss, also diesen einen kleinen Cut, ja, den habe ich ja schon gesehen gehabt. Hier. Aber das ist jetzt keine große Kunst. Hier müssen wir links lang fahren, das wissen wir mittlerweile. Hier können wir auch schnell sein. Da haben uns die Säulen doch noch etwas gemacht. Kann man hier irgendwie raus? Nein, das hat nicht so ganz funktioniert. Aber hier können wir raus.
Und ich glaube, da war kein Checkpoint. Werden wir ja am Ende sehen, ob wir das Ziel erreichen oder nicht. Junge, was war denn das hier gerade? Ein kleiner Fail. Oder großer, wie auch immer. Komm, komm, rüber. Okay, das war gerade ziemlich schlecht. Und das hier auch. Ich frage mich, ob meine Best, also meine vorige Zeit eigentlich gerade vor mir ist oder nicht. So, hier ist wieder die Delle im Boden. Ah, ja, ich bin noch vorne. So, ich schaue nachher nochmal von oben drauf. Vielleicht finde ich dann einen Cut. Und ja, dann haben wir jetzt nochmal eine echt gute Zeit so hinbekommen. Jetzt schaue ich mal kurz. Wir starten. Wo starten wir? Da unten starten wir. Wäre es nicht irgendwie möglich, darüber zu jumpen? Das ist doch sicher möglich, ey. Also darüber jumpen könnte man schon mal probieren. Hier die Kurve ist, glaube ich, am besten, wenn man drin ist. Dann hier ist, wie gesagt, kein Checkpoint. Da kann man hier einfach raus und dann dahin. Ansonsten glaube ich, habe ich gerade mal keinen gesehen. Ja, hier wird es schwer, würde es schwer werden zu cutten. Nö, ich glaube, das war's. Schauen wir mal. Ja, das geht hundertprozentig. Man muss es nur irgendwie gescheit hinkriegen. Oh lol, hä? Warum ist hier drunter ein Streckenteil? Hat anscheinend nichts irgendwie mit der Strecke zu tun. War wahrscheinlich eher so eine Art Fail. Das muss gehen, das muss gehen. Aber ich glaube, ich muss zuerst einmal hier rauf und dann. Aber es geht auch nicht so gut. Das geht sicher irgendwie. Das weiß ich. Und die Frage ist halt wie. Okay, das war überhaupt nichts. Oder soll ich jetzt einfach nochmal versuchen mit dem einem kleinen Cut, ja, was zu machen? Ich probiere es noch mal ein ganz klein bisschen. Okay, das war es bis jetzt nicht. Aber ich versuche mal eine andere Art. Fast bin ich drüber. Ich versuch's lieber mit gerade fahren. Oh, der war schön, der Cut. Gut, dann fahre ich jetzt einfach die Zeit hier so. Nochmal 14 Sekunden vor meiner vorigen guten Zeit mit dem auch recht schönen Cut.
Nein! Jetzt habe ich das so richtig schön hinbekommen, aber habe hier gefailt. Eieieiei. Das war irgendwie jetzt ein bisschen peinlich. Naja, es war halt einfach nicht so ganz gelungen. Aber ich denke, ich weiß jetzt schon ungefähr den Weg, den ich verwenden werde, um bei der Bestzeit, um meine Bestzeit halt zu fahren. Und ey, was ist denn an dieser Stelle los? Warum schaffe ich das denn nicht beim ersten Try, beim ersten Versuch? Das ist schon ein bisschen komisch. Aber ich fahre die Strecke jetzt hier jetzt noch kurz fertig und danach fahre ich, wird meine Bestzeit eingeblendet und ja. Genius. Gut, dann würde ich sagen, blende ich hier jetzt einmal meine Bestzeit ein. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, ich hatte jetzt irgendwie einfach echt null Bock, das jetzt gerade eben nochmal zu fahren, also mit Reden und so, die Folge ist jetzt eh schon 11 Minuten lang, mit der Bestzeit dann nochmal 2 Minuten dazu, also schon lang genug. Und ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und schreibt was in die Kommentare, baut mir Maps, Link, wie ihr das macht, wie ihr die baut und einreicht, ist in der Beschreibung. Und ja, bis zum nächsten Video und ciao.